Willkommen zurück bei Planet Crafter. Demo wohlgemerkt. Wir brauchen auf jeden Fall Materialien, weil wir Pflanzen sowas pflanzen müssen. Ich wollte bloß noch mal eine Sache gucken. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das gelassen habe. Ich glaube drüben. Ich bin in Samen. Irgendwas fiel mir jetzt ein. In der Zwischenzeit. Da wir ja so leichte Essensprobleme haben. Kann man vielleicht Essen selber anpflanzen? Weil... Na gut, das sieht wohl nicht nach Essen aus. Aber hier, Aubergine. Weltraubenabend Auberginesamen. Pflanze sie in einem Nahrungszüchter. Okay, die kann man wohl... Müssen wir wahrscheinlich erstmal freischalten, weil ich hier keinen Nahrungszüchter sehe, aber... Kommt wohl noch. Fakt ist, wir haben ein bisschen Sauerstoff. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Materialien sammeln. Wir brauchen ja eigentlich von jedem was. So, alles kein Problem. Wir nehmen auch ein bisschen Wasser mit. Wir nehmen auch ein bisschen Kobold mit. Wir nehmen eigentlich von jedem was mit. Gut. Das nehmen wir nochmal mit. Wir brauchen auch ein bisschen was. So ist es nicht. Aber irgendwie stapeln sich die Sachen auch nicht, ne? Oh Gott, Sorgen. Aber jetzt zeige ich mir auch nicht im Kompass an, in welche Richtung. Warum soll ich mir merken? Richtung Westen. Richtung Westen kommen wir nach Hause. Das sollte ich mir merken. Das ist sehr schön. Da nochmal. Das kriegen wir alle sehen. Das ist alles kein Problem. Das ist Inventar voll. Okay, das ist immer so eine Sache hier mit dem Farmen. Brauchst du noch Eisen? Aber ich glaube, die Sachen... Ich habe zumindest den Eindruck, ich habe hier ja schon so viel gesammelt. Hier liegt trotzdem immer wieder was rum. Ich glaube, die Sachen kommen immer wieder. Und hier bei uns in der Nähe liegt auch schon wieder alles voll. Schön wäre es zumindest. Lass mich rein, lass mich rein. Oh. So, was haben wir denn überhaupt alles? Auf jeden Fall Eis. Für Eis haben wir schon eine Truhe, ne? Jupp. Erstmal äußeren. Gut, Eis brauche ich jetzt erstmal nicht mehr mitnehmen. Kobalt und Magnesium noch, ne? Okay, Magnesium. Dorin. Na. Und Kobalt natürlich auch drin. Gibt es eine Möglichkeit für alles? Du sollst doch nur das Kobalt reinmachen, Mensch. Das Inventar ist viel zu klein. Aber den größeren Rucksack kann ich auch noch nicht bauen, ne? Rucksack T1? Nein. Sauerstofftank T2? Den will ich auf jeden Fall bauen. Gut. Magnesium, Kobalt haben wir jetzt. Wir brauchen aber definitiv noch Silizium und Titan. Das auf jeden Fall. Dann lasse ich das jetzt erstmal hier. Na toll. Jetzt haben wir den zweiten Rucksack. Gut, wir brauchen aber trotzdem noch Silizium und Titan. Jetzt haben wir erstmal genug. Kobalt kann man eigentlich nie genug haben, wegen Sauerstoff und so weiter. Ich glaube, dunkel wird es auch schon wieder. Und ich wollte ja auch, wen es geht, die Lampe da bauen, ne? Damit wir morgen ein bisschen Licht kommen. Ich meine, drin haben wir Licht, aber ich hätte es auch gerne draußen bei uns um unser Grundstück herum gerne ein bisschen beleuchtet da, muss ich ganz ehrlich sagen. Plots haben wir denn noch? Wir sind voll. Gut. Sehr schön, sehr schön. Wir kümmern uns definitiv jetzt erstmal um den größeren Rucksack. So viel Zeit muss sein. Damit wir mal was mitkriegen. Das kann doch nicht so weitergehen hier. Und wir kriegen den Terraforming-Index schon voll. Gut, das ist hier so stockdunkel. Ich will hier wirklich Licht haben. Hier drin ist es mir zwar ehrlich gesagt auch zu dunkel, aber immer noch besser als draußen, ne? So, Rucksack T2. Dafür brauchen wir Rucksack T1. Das heißt, wir müssen den Rucksack erstmal ablegen, oder wie? Das ist ja doof, warte mal. Was habe ich denn einstecken? Kobold? Dort geht erstmal drin. Auch ein bisschen Magnesium. Das hole ich mir ja gleich wieder raus, wenn ich es brauche. So, für Titan haben wir noch gar keine Kiste, ne? Aber für Silizium müssen wir schon eine Kiste haben. Jo. So, Silizium. Eisen haben wir auch ein bisschen. Eins zumindest. Oh, das ist Eis. Alles klar. Das kommt auch erstmal drin. So. Was passiert denn, wenn ich meinen Rucksack jetzt ausziehe? Okay, wir haben immer noch genug Platz. Alles klar. Wohl. Und was brauchten wir denn sonst noch, um den größeren herzustellen, den T2? Ein Eisen, ein Silizium. Titan haben wir. Ein Eisen. Ein Silizium, ein Eisen. Gut, den stellen wir uns erstmal den größeren Rucksack her. So viel Zeug muss sein. Den guten T2. So, den ziehen wir auf jeden Fall wieder an. Ja gut. Jetzt ist zumindest ein bisschen mehr Platz. So viel Zeit muss es sein. Ah, gut.
den wollte ich auch noch herstellen, den Zweier, ne? Habe ich das? Ich brauche meinen Sauerstoffkern, ein Silizium, ein Kobalt, ein Titan. Ich habe, glaube ich, kein Titan mehr. Den Rest müsste ich aber haben. Und das kommt hier immer wieder, du. Habe ich so den Eindruck. Eis haben wir erstmal genug. Eisen kommen wir immer gebrauchen. Magnesium genauso, aber Titan hätte ich gerne. Aus Silizium. Kobold passt auch immer. Das Titan, ne? Jo. So, die Kiste, warte mal, solange wir noch Platz haben. Die hatte ich ja vorhin nicht mitnehmen können. Wieder so ein Eisen, ein Magnesium und noch ein Titan und noch ein bisschen Futter, siehst du mal. Und die müsste ich doch jetzt auch zerlegen können, ne? Jo. Gab sogar auch noch mal ein Eisen, siehst du mal. Siehst du mal. Den schnell nach Hause, den müsste ich jetzt auch die bessere Sauerstoffversorgung herstellen können. Eigentlich. Nur verbessern wir uns heute Stück für Stück. Und wir müssen um die Heizung bauen. Habe ich so den Eindruck. So. Boah, wir haben noch einen Sauerstofftank und wir haben aber sonst alles dafür drin, ne? Ja, ich muss nur einmal den Sauerstofftank ablegen. Zock. So, dann bauen wir den Zweier. Sehr schön. Und legen den Zweier auch wieder an. Wunderbar, jetzt haben wir zumindest 200 Sauerstoff. Das ist doch schon mal was. Und was brauche ich für die Heizung? Dann bauen wir die erstmal. Eisen, Silizium, Iridium. Gut, Silizium haben wir, glaube ich. Jupp. Und Iridium haben wir auch eine, ne? Habe ich seitdem auch nichts mehr gesehen. Die Heizung, muss sie drin oder draußen? Wahrscheinlich hier drin, ne? Aber hier drin ist alles so beengt, Mensch. Ich meine, gut, mal ist wahrscheinlich egal, wo man es hinbaut, drin oder draußen. Ich baue es erstmal, will es aber später gerne drin haben. Erstmal hier draußen hin, hier so an die Seite. Geht draußen gar nicht. Das Ding muss drinnen, okay. Okay, das ist natürlich. Ich brauche mehr Platz. Ich stelle erstmal da hin. Sehr schön, sehr schön. Gut, gut. Wärme wird jetzt auch gemacht. Erschaffe einen blauen Himmel. Ja, gut, das dauert eine Weile. Ja, Wärme steigt auch so langsam. Sauerstoff, da fällt mir was ein. Möchte gerne Energieniveau. Ein Silizium, ein Magnesium. Ein Silizium. Gut, den ist dann auch wieder weg. Und Magnesium haben wir doch auch. Jo. Weil den würde ich auch sehr gerne, ehrlich gesagt. Ach, ist wieder so ein kleiner hier. Okay. Irgendwie. Ah, warte mal. Warte mal, das ist doch doof so. Moment. Einmal der da weg. Bei dem Baupläne-Bildschirm. Den bauen wir den einmal neu. Ups. Baupläne einmal. So. Dass das so ein bisschen aussieht, als wenn man da am PC gearbeitet hat, ne? Und jetzt den mit dem Energieniveau auch einmal drehen. Auch so ein bisschen schräg. So. Was? Hydrationsniveau. Ach, er hat Durst. Mensch, stell dir nicht so an, Junge. Genau. Und den, was brauchen wir denn dafür? Hier gibt es doch den schönen Stuhl. Eisenstoff. Okay, den Stuhl machen wir später. Ich habe noch keinen Stoff gefunden. Auf jeden Fall. Ah. Er braucht 3,4 Kilowatt. Okay. Und Produktion 3,6. Oh Mann. Das ist aber auch schon hart am Limit, du. Hart am Limit. Ich glaube, wir sollten da mal ein paar mehr von bauen. Dafür brauchte ich einfach nur Eisen. Dann können wir nochmal einen hinzimmern. Okay, mal kurz raus hier. Die bringen nicht viel, die Dinger, ne? Das ist sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Den hätten wir das auch. Wir drehen aber auch sehr, sehr langsam. Kann das sein, dass das Wetter sich hier ändert? So, auf jeden Fall. Jetzt haben wir 1,4. Jetzt haben wir ein bisschen über. Sehr schön, sehr schön. So, Essen hatten wir gefunden. Zumindest den einen. Den werde ich jetzt noch nicht essen. Dort ist für den Notfall. Und ansonsten will ich mich mal um die Dinger da kümmern. Da brauche ich Eisen und Magnesium für. Habe ich das noch? Magnesium. Jo. Wie viele habe ich denn von den Samen? Ich glaube zwei, ne? Möchte ich zwei Magnesium? Ja, Eis brauche ich auch.
Okay, zwei Eis und zwei Eisen. Okay, Eisen sieht schlecht aus. Und... ja, Eis habe ich auch nur einen einstecken. Okay, warte mal. Erstmal der eine Kobold hier weg. Für Titan habe ich noch keine Kiste. Hab ich hier drüben noch was? Ich glaube aber nicht. Ich glaube definitiv nicht. Nö, es sind noch die Samen. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch ein Eis und noch zwei Eisen. So viel Zeug muss sein. Dass man über die Steine nicht rüberbauen kann, das ist ein bisschen doof. Vielleicht ändert sich das ja noch. So, das Eis. Sehr schön. Eisen. So, jetzt haben wir es, ne? Ne, ich brauche noch einen zweiten Eisen, oder? Eis. Gut, brauche ich ja vertrinken. Ich nehme mal ein bisschen mehr Eis mit. Hier ist Eisen. Wunderbar. Zumindest reicht Sauerstoff ja schon mal ein bisschen länger. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Da ist noch ein bisschen Eis. Titan kann man auch mal gebrauchen. Ich muss für Titan unbedingt eine Kiste hinstellen. Aber ich würde gerne meine Base ein bisschen erweitern. Die ist mir zu klein. Dann ist Inventar voll. Da brauchst du ja nichts drin. Ich weiß nicht, ob hier auch irgendwie Naturkatastrophen so passieren können. Unser Himmel ist auf jeden Fall noch nicht blau. Ich glaube, da brauchen wir jede Menge von dem ganzen Gedöns hier. Dann kriegen wir alles schon noch hin. Eins nach dem anderen. So, was wollte ich jetzt bauen? Das Ding, ne? Sauerstoff, der bringt Sauerstoff, okay. Und Strom braucht er 0,35. Auch hier echt mehr Platz, das geht so nett. Das ist hier alles. Gut, den könnte man hier noch nebenstellen, als Deko quasi. So, aber ich hätte gerne noch einen zweiten da drin. Ah, ja. Hier vielleicht noch einen neben die Tür oder so. Mal gucken. Ich glaube doch, wir brauchen später sowieso viel, viel mehr. So, und da müssen, glaube ich, diese Samen hier rein. Wenn ich mich nicht täusche. So, zumindest die. Das muss ja nicht später in diese anderen, in die Nahrungszüchter. Die habe ich ja noch nicht. Dort werden wir aber gleich sehen, ob wir oder wann wir die bauen können. So, dann müssen die Räune. Liralsamen. Gott, ist der Lütt. Wachsen die mit der Zeit, oder? Auf jeden Fall bringt er ein bisschen Sauerstoff. Und hier haben wir noch was. Außer Liralsamen, okay. Besser als nix jedenfalls. So. Ja, Sauerstoff ist minimal, Wärme ist minimal, Luftdruck. Okay, wir sind schon mal bei 510 Ti. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Alles klar, ich brauche erstmal Kobold und das weg. Ja, im Moment haben wir genug. So, wir brauchen erstmal Eisen weg. Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen Eis. Das kann auch erstmal rennen. Und das Silizium. Das kann ich auch schon machen. Wir haben, glaube ich, alles außer Titan in der Kiste, ne? Wenn ich jetzt meinen Wohndingsbums erweitern will, da brauche ich zweimal Eisen für. Okay. Gut, dann nehmen wir die zwei Eisen wieder mit. Ah, das Problem ist bloß, ob ich den noch hier hinkriege, ne? Das Eisen? Nö. Wahrscheinlich schon, aber ich brauche gleich nochmal neue Eisen. Ah, jetzt geht das wieder los. Ich weiß nicht, wo es das hier ist, aber... ist schon übel. Also, da kommt man sich so vor, als wenn man gerade gekocht wird, Mensch. Also, das ist deine... Eisen? Ah, die Sonne kommt hier schon übelst dicht ran an den Planeten, ne? Also... ja, da ist... na gut, zum Glück checken wir im Raumanzug, sonst wäre Sonnenbrand vorprogrammiert. Eisen ist ja nicht viel, ne? Ah, Silizium. Silizium haben wir eigentlich auch jede Menge. So. Ah, wir sind fast voll und wir brauchen noch Eisen. Keine Ahnung, ob das schädlich ist. Ich laufe hier mal einfach ein bisschen spabieren. Ich habe keine Ahnung. Da ist noch ein bisschen Eisen.
Komm, zwei Eisen kriege ich noch mit, oder? Wenn ich es finde, heißt das? Das Titan. Oh, das Wasser. Ja, Sauerstoff geht auch langsam zur Neige. Das ist nicht gut. Nein, den wollte ich nicht. War zum Glück. So, Eisen. Yo, hier, hier, hier. Deswegen haben wir so mit. Bitte. Ich habe das Gefühl, man kriegt mehr Durst, wenn die Sonne so doll scheint. Aber das wäre nur logisch. Silizium. Ist hier kein Eisen mehr? Was aus Silizium? Eisen. So, ein Eisen würde rein theoretisch noch gehen. Da. So, doch, auf jeden Fall. Ich sieh's. Ich werde mich hier irgendwann verlaufen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie markieren kann. Karte oder so gibt's mir nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich sowas von verlaufen später. So, auf jeden Fall haben wir das erstmal. Eisen haben wir ein bisschen was, ne? Ein bisschen erweitern muss ich die Base. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, ich kann die Dinger auch einfach so in die Luft setzen. Aber wie sieht denn das aus? Das soll schon ein bisschen ordentlich aussehen. So. Den noch mit Rennsnippen. Zack. Und hier dann auch gleich einer hin. Und ich glaube, dann haben wir immer noch genug Eisen über, oder? Was? Daran, genau. Genau, genau. Ob ich hier jetzt so rankomme, weiß ich nicht. Aber einfach mal probieren. Ja. Kriegen wir noch einen hin? Jo. Der soll den aber allerdings hier hin. So. Ich muss einmal kurz rein, sonst ist gleich unser Sauerstoff weg und wir sind auch gleich verhungert und wir sind gleich verdurstet und also wie immer. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd, ich kann die Kisten so nicht wegnehmen, ich komme hier so ja nicht mal durch. Das ist ja gut, das ist gerade verdammt. Haben wir noch Eisen über? Zwei. Okay. So, warte mal, dann fangen wir mal am besten an mit der... Die Iridiumkiste ist eh leer, ne? Dann werden wir die einmal entfernen. So, und hier hinten neu hinsetzen. So viel Zeug muss sein. Ist sie richtig rum? Ich glaube ja. Es muss ja auch Ordnung sein, ne? So, dann machen wir gleich noch eine zweite Kiste. Da können wir dann so ein Pflanzding später hinstellen. So, warte mal. Das eine wird Iridium. Die haben wir ja hier weggenommen. Sehr schön. Und da kommt denn endlich mal das Titan rein. Titan. So, Titan haben wir auch ein Stege, ne? Jo. Was ist nun schon wieder? Doserin, Doserin, Deserin. Keine Ahnung, aber wir sollten mal was essen und wir sollten auch mal was trinken. Sehr schön, die Eiskiste ist natürlich voll, ne? So, die werden wir jetzt trotzdem einmal entfernen. Und natürlich einmal neu bauen. Und zwar hier hin. So, Eis, ich muss hier einmal alles ein bisschen umbauen. Tut mir leid. Aber sonst haben wir hier keinen Platz. Das geht nicht anders. Eis kommt alles wieder rein. Wunderbar. Du hast Silizium, das Eisen, aber das muss ich ja eh noch umbauen. So, dann kommen wir zumindest hier schon mal durch. Dann haben wir hier die Eisenkiste. Eisen ist nichts drin, das heißt, ich werde sie einmal entfernen. Und da vorne wieder aufbauen. Ich glaube, die Kisten werde ich hier noch zigmal umbauen müssen. So, hier kommen erstmal Eisen rein. Aber besser als nichts. Eisen haben wir einstecken, gut. Hier kommt dann später so eine Pflanze. Und ehrlich gesagt, will ich hier gar keine Kisten ran haben. Muss das Ganze später noch in diese Richtung erweitern. Aber solange lasse ich die hier erstmal stehen. So, Kobalt haben wir nicht einstecken. Nur Eisen und Silizium. Dann kommt dort der erstmal rein. So. Und Eisen kommt natürlich jetzt da rein. Jetzt werde ich mich erstmal um Sauerstoff und Wasser kümmern. So, Wasser haben wir noch eine. Jo. Gut, dann manchmal würde ich sagen noch drei dazu. Das reicht denn erstmal. Eins, zwei, drei. Und Sauerstoff wird, glaube ich, aus Kobalt gemacht. Kobalt haben wir auf jeden Fall. Jo. Ich glaube, ich brauchte mal zwei für einen Sauerstoff. Also machen wir auch erstmal drei Sauerstoff.
Sehr schön. So. Eins. Zwei. Und drei. Genau, genau. Und auch einmal drei Wasser. Oh, mit dem Essen bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das anpflanze, Dingsbumster. Da werden wir jetzt mal gucken. Sehr schön, sehr schön. Dann hätten wir erstmal. Denn, wo ist denn? Das war der, ne? Terraforming, Sauerstoff, Wärme, Luftdruck, Rucksack T2, Sonnenkollektor, Rucksack T3 gibt es auch noch. Sehr schön. Schrank, Großanlagerbehälter, sehr schön. Fortgeschrittene Herstellungsstation, aha. Raketenstartplattform, wow. Okay, atmosphärischer Wärmesammler. Was haben wir hier sonst noch so? Seewassersammler, nice. Wasserfilter, okay. Innenfilter, Heizung T2, Sauerstofftank 3, Nahrungszüchter. Door Ease. Freischaltbar 12.000 ppt. Okay, den werden wir wohl. Den nützt alles nichts. Wir haben Sauerstoff dabei. Wir müssen auf Nahrungssuche gehen. So, ich weiß, dass da vorne noch die Kiste war. Ich weiß bloß nicht mehr, was drin ist. Sollen wir mal googeln. Ich werde jetzt keine Ads oder sowas mitnehmen. Ich muss Nahrung finden. Das können wir so schnell nicht herstellen. Es dauert noch. Wird hier alles freigeschaltet mit hier diesem Terraforming-Index da. So, hier ist auch noch die eine Kiste. Sehr schön. Aluminium und... Da ist schon mal Nahrung. Sehr schön. Die werde ich zerlegen. So weiß ich zumindest, welche Kisten ich schon eingesammelt habe. Ich weiß nicht, ob das eine gesunde Idee ist, hier lang zu laufen, aber wir tun es einfach mal. Sieht hier doch schon sehr heiß aus, ehrlich gesagt. So richtig wüsterig. Und ob wir wieder nach Hause kommen, ist auch noch so eine Frage. Wenn wir kommen, wir aus der Richtung. Also Westen wieder. Ich sehe hier ehrlich gesagt gar nichts, außer jede Menge spitze Felsen. Das Sonne oder Lava? Sonne. Was ist denn das? Okay. Ach, das ist eins meiner Raumschiffteile, mit denen ich abgestürzt bin, ne? Jo, kann man solche Sachen auseinandernehmen und kriegt da Materialien raus? Jo. Jo, und sogar jede Menge. Oh, damn. Kann ich hier rein? Okay, jo. Dafür haben wir es auch mitgenommen, mein Freund. Dafür haben wir es auch mitgenommen. So komme ich hier nicht rein? Nein. Hier so aber. Wo ist eine Kiste? Bloß, wie komme ich da hin? Kann ich die Sachen hier nicht entfernen? Nö, den nicht. Soll ich da hinkommen? Hier wahrscheinlich, ne? Jo. Hier war nur einmal wechseln, nicht, dass ich die Kiste zerlege. Wo sind wir denn hier? Nochmal Futter. Nochmal Sommen. Aluminium haben wir eh schon drin. Wasserflasche ist gut. Ich kann es halt nicht mal nehmen, die eine. So. Eisen haben wir eh schon. Weltraum. Bauplan Mikrochip. Okay, warte mal. Eisen können wir jederzeit farmen. Dann sind wir mal raus. Genau wie Magnesium. Das Essen ist wichtiger. Der Mikrochip ist wichtiger. Gut, eine Sache kriegen wir noch mit. Wir haben zumindest ein bisschen gefunden. Die Kiste, die werde ich später zerlegen. Ja, gut, hier liegen die Teile über. Da ist auch noch was, ne? Oh, Mann. Okay, ich muss hier später nochmal hin. Das muss ich mir merken. Ich muss jetzt erstmal nach Hause. Oh, erstens, mein Sauerstoff reicht ja auch nicht ewig und zweitens bin ich voll. Ja gut, man kriegt ja noch einen größeren Rucksack. Haben wir ja festgestellt, aber das dauert noch ein bisschen. Hier kokelt auch irgendwas vor sich hin. Was ist denn das? Iridium, alles klar. Wow. Einen Bauplan erhalten. Wow. Erho. Yeah. Weiß nicht, was das da drin ist. Mal abgesehen davon, dass ich schon gar nicht mehr weiß. Ich dachte, das hier wäre der Weg nach Hause, wo ich jetzt lang muss. Das ist... Jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's nämlich los. Ich muss auf jeden Fall Richtung Westen. So viel habe ich mir gemerkt, aber... Ich sehe hier gerade irgendwie gar nichts. Überhaupt nichts.
Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr wüsterig. Okay. Entweder kommt das hier noch im Spiel, was ich hoffe, oder wenn nicht, dann muss es definitiv vor Release noch eingebaut werden. Dass man irgendwie einen Wegpunkt setzen kann oder eine Karte oder irgendwie sowas. Ey, da ist das dunkel. Ist da dunkel. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist das da hinten ohne Base. Ist dort hier dunkel. Oh, es ist meine Base. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Naja, zumindest das, was wir bis jetzt gebaut haben. Ich würde mich gerne über den gesamten Planeten ausbreiten, aber ich glaube, das geht nicht. Ah, sehr schön, sehr schön. So, erstmal ausräumen. Kobold haben wir einstecken. Rinder. Aluminium haben wir noch gar keine Kiste für. Silizium. Sehr schön. Essen, das ist erstmal reingesteckt. Das Rest ist Aluminium. Was soll nochmal sammeln? Gut, aber zumindest Magnesium kann ich schon mal raus. So, den muss ich ja noch einmal so ein Liliensamen-Dingsbums-Teil da bauen, ne? So einen da. Doch, wir brauchen Eisen, Magnesium. Okay, Magnesium nehmen wir mal einen mit. Eisen nehmen wir mal einen mit. Haben wir eh nur einen. Und Eiswater, ne? Haben wir auch mal einen mit. So, und den wollen wir hier nehmen. So, dann können wir den gleich reinpucken. Ist auch so ein Liralsamen da. Aber gut. Die scheinen aber größer zu werden. Guck mal hier, hier ist die Pflanze schon gewachsen. Sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, ich sollte auch Strom... Ich glaube, das braucht mich alles Strom, sonst sterben die Pflanzen, ne? Ich sollte echt mal den Strom im Blick behalten. Ah, guck, so viel haben wir gar nicht mehr. Ja, wohin jetzt mit dem Aluminium? Eisen habe ich auch nicht mehr für Strom, ne? Muss unbedingt mehr Strom bauen. Aber ich will einmal kurz was gucken. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Hier nicht, oder? Nö, das haben wir alle schon. Die haben wir freigeschaltet. Bringt mich mehr Strom, ne? Und der bringt Energie 6,5. Während der 1,2 bringt. Aber die sind auch deutlich teurer. Aber ich glaube, die werden auf Dauer besser. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Dafür kein Weg dran vorbei. Und zwar jede Menge. Eisen. Popeisen. Wo bist du? Wir finden dich schon. Silizium. Ja, siehst du mal. Kobalt brauchen wir auch. Das kann ich gleich mitnehmen. Aber ich muss halt aufpassen. Und ich jetzt nur Eisen und ein bisschen Kobalt einzusammeln. Kobalt reicht erstmal. Eisen ist wichtiger. Weil ich aufgrund der Mikrochips mal wieder komplett voll bin. Das ist, da ist noch Eisen. Einer geht noch, ne? Jo. Gut, gut. Den wieder schnell nach Hause. Ich denke mal, ich werde noch eine neue Plattform bauen, wo ich diese Solardinger raufbaue. Die lasse ich ausstehen. Die Plattform werde ich definitiv voll machen. Aber eins nach dem anderen. So, ich glaube, die baue ich denn hier vor, würde ich sagen. Das müsste doch gehen. Plattform? Geht nicht? Doch. Grot sagen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch wieder nicht genug Eisen. Für die Dinger, ne? Na? Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, ob das da rangeht. Obwohl, ein bisschen Abstand dazwischen wäre auch nicht schlecht. Wie viel Eisen habe ich denn noch? Zwei. Gut, ich werde gleich nochmal Eisen holen müssen. Wird keinen Weg dran vorbei. Das soll ja schließlich ordentlich werden. Einmal ran snappen. Danke. Und da auch nochmal ran. Einmal gut Sauerstoff tanken. Jo, jo, jo. Ich will jetzt keinen Dingsbums verschwinden. Moment. Haben wir gleich. So. Wir haben doch bestimmt hier noch irgendwo Eisen, oder? Das kriegen wir alle sehen. Kobold jetzt nicht, jetzt im Moment erstmal nur Eisen. Boah, Titan jetzt auch nicht. Dort ist Silizium. Eisen ist relativ selten, wenn ich das mal so sagen darf. Geht doch schon wieder los? Oder was ist hier los?
Keine Ahnung. Was? Was? Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Was ist denn hier los? Alter, krach mir nicht auf die Base. Ey! Ey, das war knapp. Heute fliegen die Steine mal wieder tief, du. Alter. Haben wir die Trümmer hier liegen, ne? Ey, ich glaube, so kriegt man die Felsen weg. Kann das sein? Alex, ist mir das hier zu gefährlich. Ich geh mal kurz rein. Gut, gut, gut. Wir haben, wo würde ich sagen, einen kleinen Metroidenschauer, ne? Oh, oh, du, die, oh, oh. Oh. Bleiben die Steine jetzt hier liegen, sodass ich nichts mehr bauen kann, oder was? Ich hoffe, jetzt deppert mir nicht meine Base. Das wäre schon äußerst übel. Oh, Mann. Ist jetzt vorbei? Scheint so. Hey, kaputt gemacht oder nix? Ich brauche immer noch Eisen. Zumindest hat er mir ein paar Felsen zertrümmert. Das war schon mal was. Eisen, Eisen, Eisen. Du bist Silizium. Eisen ist echt selten, ne? So, da wäre ein bisschen Eisen. Da ist nochmal Eisen. Silizium kannst du jetzt behalten, mein Freund. Wo der hier nicht überall reingetrümmert ist. Da haben wir nochmal Eisen. Wie viel Platz haben wir noch? Gar nichts mehr. Gut. Der Planet ist wirklich alles andere als gemütlich. Aber gut, wir sollen ihn ja gemütlich machen. Ob das in der Demo möglich ist, wage ich allerdings zu bezweifeln. Eine Demo ist ja nur zum Ausprobieren. Aber wir werden es sehen. So. Ich gehe einmal kurz Sauerstoff tanken und den können wir hier gleich weitermachen. Sehr schön. So, die beiden Plattformen hier hinten. Und hier vorne sollen denn die hin? Jo, ist nur schon wieder. So, ich brauche noch Silizium. Natürlich. Natürlich habe ich nicht alles dabei. Warte mal, wie viel habe ich überhaupt von was? Kobalt habe ich mir auch nicht viel, ne? Aufgrund vom Platzmangel ist das gerade etwas schwierig. Ah, warte mal. Ich muss ja eh was trinken. Essen müsste ich auch was. So. Dann kriegen wir zumindest noch zwei Silizium rein. Ich brauche ja sowieso zwei, ne? Ne, Silizium nur ein. Okay. Gut, Kobalt haben wir noch zu Hause. Das werde ich nachmachen. Ich wollte gerne zwei davon aufbauen, aber ich weiß auch nicht, wie groß die sind. Mal kurz gucken. Auch gar nicht so groß, wie ich dachte. Okay. Gar nicht so groß. Dann können sie doch ein bisschen dichter ran. Ich dachte, das wären jetzt Riesendinger. Ah, die sollen ja jetzt nicht ineinander stehen, ne? Ungefähr mittig. Geht das? Das ist ungefähr mittig, oder? So, und die bringen wir jetzt rum? Ich muss auf jeden Fall nochmal zwei Kobalt holen. Ja, wir müssen ja sehen. An zweiten will ich auf jeden Fall noch Steen haben. Dann dürften, glaube ich, unsere Stromprobleme erstmal ein Ende haben, oder? Wenn ich jetzt mal so gucke. Wo der da, ne? Ja, gut, wir haben ja jetzt schon jede Menge. Aber einen bauen wir noch. Den haben wir definitiv erstmal. Weil ich glaube, unsere Pflanzen, die für den Sauerstoff sorgen, gehen kaputt, wenn der Strom weg ist. Also sollte da auch immer Strom bleiben. Jo, einmal den da. Einmal drehen, wenn es geht. Andersrum. Snappen die da an? Nee. Ah, schade. Ich hätte sie gerne nebeneinander stehen gehabt. Dann machen wir sie so. Den bauen wir hier in die Mitte. Obwohl, das ist eigentlich totale Platzverschwendung, ne? So viel Platz haben wir da auch nicht. Ungefähr auf die gleiche Höhe. Geht das? Ja, sitzt doch gut. Sitzt doch gut. Sehr schön. Also gut, Stromprobleme dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr haben. Denke ich mal. Sieht schon wieder ziemlich heiß aus hier.
Wir sind bei 1,53 KTI. Okay. Ah ja, Sauerstoff ist ein bisschen mehr geworden. Jetzt nicht so viel, aber ein bisschen mehr. Wärme haben wir gesehen. Alles klar. Also nach und nach schalten wir die Sachen hier halt frei. Und den... Komm, den bauen wir jetzt mal. Ein Eisen haben wir noch einstecken. Wir brauchen ein Magnesium. Den haben wir auch. Strom müsste dafür definitiv reichen. Hauptsache, wir kriegen mal ein bisschen Licht hier draußen. Ich sehe gerade nicht, wie rum der leuchtet. Aber erstens hätte ich das hier draußen gerne ein bisschen beleuchtet. Die Nacht ist ja wirklich übelst dunkel. Ah, ich werde es so rummachen. Den, der soll runterleuchten. Genau. Dass hier quasi, wenn ich im Dunkeln nach Hause komme, mein Weg hier beleuchtet ist. Und später kommt hier noch einer hin, damit hier oben auch meine kleine Terrasse beleuchtet ist. Das wäre doch eine Idee, oder? Okay. Bevor ihr aber erstmal am Ende, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch. Bis morgen. Bye, bye.